Das Duell zwischen Borussia Düsseldorf und dem TSV Bad Königshofen stand ganz im Zeichen des Comebacks eines Mannes, nämlich von Timo Boll. Er sollte an diesem Tag wieder an den Tisch gehen nach längerer Verletzungspause. Zunächst aber mal der Start mit Anton Kellberg und Philipp Zelikow. Diese beiden trafen zunächst mal hier aufeinander. Kellberg bisher auch mit einer guten Saison, hat schon einige Siege eingefahren. Zelikow auf der anderen Seite hat hier sicherlich in diesem Spiel nichts zu verlieren, kann befreit aufspielen, aber auch das ist natürlich enorm schwer gegen einen sehr, sehr gut aufgelegten Anton Kellberg, auch wenn er hier die Vorhand verzieht. 10:4 im dritten und 11:4, also da war letztlich nicht viel zu holen für den Mann aus Bad Königshofen. Jetzt also das Comeback-Spiel von Timo Boll und das dann gleich gegen seinen Freund Bastian Steger. Die beiden kennen sich bestens seit vielen, vielen Jahren. Gemeinsam in der Nationalmannschaft, in diversesten Lehrgängen. Also, hier weiß jeder, was der andere da so treibt. Timo Boll, wie würde er nach seiner Verletzungspause hier zurückkommen? Der Anfang war jedenfalls ziemlich gut. Erster Satz für Boll, auch im zweiten 10:9. Jetzt Satzball, die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Aber Boll mit einem, Boll sage ich schon, Steger mit einem tollen Punktgewinn. Treibt Boll hier durch die Box, kann mit der Vorhand abschließen. Oh, da haben sie es gesehen, da war wieder der Handwechsel von Timo Boll. Hat zwischendurch den Ball in die rechte Hand genommen, der Linkshänder. Echter Schlingel einfach ab und zu. Da blitzt die ganze Genialität auf. Am Ende sollte er auch die Oberhand behalten. 10:9 im dritten und da verschlägt Basti Steger dann die Vorhand. Boll also mit einem Sieg beim Comeback und damit schon die 2:0-Führung für Borussia Düsseldorf. Das dritte Einzel, Ricardo Walter gegen Kilian Ort. Auch hier ein Wahnsinnspunkt. Kilian Ort zu Recht mit der Faust hier. Aber es sollte ihm in diesem ersten Satz nichts nützen. Ricardo Walter konnte den gewinnen, den zweiten aber den gewann Kilian Ort. Immer wieder solche schönen Ballwechsel. Und dann die 2:1-Satzführung für den Mann vom TSV bei Königshofen. 11:10 im dritten, die Chance für Ort, alles klar zu machen für ihn. Und tatsächlich, das gelingt. Er sorgt hier für den Anschluss. Nur noch 1:2 aus Sicht der Gäste. Dann das Spiel zwischen Kellberg und Steger. Ja, und Basti Steger da zunächst mit dem schlechteren Start. Hat man, glaube ich, auch schon alles gesehen als Profi. Und auch hier wieder unglücklich. Sie sehen, er lässt so ein bisschen die Schultern hängen. Das ist bei ihm oft so ein Zeichen. Naja, das könnte jetzt hier vielleicht schief gehen. Aber wer weiß, vielleicht kämpft er sich nochmal zurück. In diesem ersten Satz jedenfalls, da gab es nicht viel zu holen. Den holte sich ein Mann, nämlich der Schwede Anton Kellberg. Im zweiten Satz das Ganze dann deutlich enger. Wenn du weiter über die Rückhand dann von Kellberg spielst, dann sieht man es ja, steht Steger dann ganz weit hinten drin. Super Ballwechsel, am Ende die Rückhand von Steger daneben. Ist ja sein Paradeschlag. Ist immer wieder, finde ich, faszinierend zu sehen, wie er in Topspin-Duellen, wenn der andere mit der Vorhand angreift, einfach mit der Rückhand voll gegenzieht, aber hier der Letzte. Der verfehlte dann eben das Ziel und dann im dritten Satz beim 10:8 die Chance für Kellberg, hier den Deckel drauf zu machen. Aber erste Chance liegen gelassen, er nimmt das Timeout. Lässt sich nochmal beraten, am Ende sollte es dann für ihn reichen. 3:1 für Borussia Düsseldorf. Und natürlich mit einem Aufschlag. Ich habe schon öfter gegen Rick gespielt, war meistens knapp und meistens hat, also er hat immer gewonnen, also das war jetzt zum ersten Mal, dass ich gewonnen habe, bin ich natürlich froh, aber noch lieber hätte ich es gesehen, wenn wir das Spiel als Mannschaft gewonnen hätten. Die
Borussen sind jetzt alle ganz gut drauf, sieht man ja an den Bilanzen. Ja, schön, dass es trotz Boll auch wieder geklappt hat. Bin ich natürlich super zufrieden. Gegen Basti ist eigentlich immer schwer. Heute, die Sätze waren auch alle sehr, sehr knapp und bin ich erstmal zufrieden, dass der Körper gehalten hat, dass die Form schon einigermaßen gut ist und dass wir weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmen.